Wir nähern uns. Wir nähern uns. Ist toll, dass all diese Techniken so extrem viel MP verbrauchen und eine Magiewurz nur 50 wiederherstellt. Mhm. Also, Magie-Meisterklasse, Feuer. du hast ihn oder ihr jetzt so viel schon abgezogen, das hättest du niemals nur mit Ender gekloppt geschafft. Oder naja, geschafft auch. Schon, aber wahrscheinlich würde drei Parts. Lange dauern. Ja, also, dann rufe ich mal wieder die Geister der Indianer. Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Ich stand gerade unter der Dusche. Eine eiskalte... Wie in Fairy Tail. Ich weiß nicht, hast du jemals Fairy Tail gesehen? Nö, habe ich nie. Ich habe nur mal davon gehört, habe in den ersten Manga hineingesehen und... ist okay, aber es erinnert mich viel zu stark an One Piece. Und das ja, es wird auch sehr oft mit One Piece verglichen. Ist auch ziemlich ähnlich. Aber da gibt es halt auch so eine... Der Protagonistin kann halt auch so Geister rufen und einen davon ist halt so eine richtig angepisste Tussi, die halt sie immer... Ja, anmotzt, wenn sie irgendwie ruft, so, boah! Ja, das habe ich gesehen. Arsch. Gelesen. Hm. Ja. Ach ja, genau, die war unter der Dusche. Ja. Hä? Ja, ja. Ach, es war gerade... Hä? Ruf war doch gerade dran, wieso ist er jetzt nochmal dran? Was? Er ist der Protagonist, hinterfrage es nicht. Nein, Manny, du darfst nicht mehr dran sein, ich bin jetzt dran! Die Schnauze und stecken die Banane. Was hat Manny für Zuckungen? Plopp. Was? Aber jetzt werden wir wahrscheinlich gleich K.O. geschlagen. Ja, Sequenzen Overpowering. Du bist besser geworden seit dem letzten Mal. Aber du hast noch nicht gewonnen. Vielleicht hast du das daran bemerkt, dass du keinerlei Belohnung nach diesem schweren Kampf erhalten hast. Was voll fair ist. Ich bin stärker geworden, Alter. Ich hab dir den Arsch versohlt. Ich hatte genügend Gelegenheit zu trainieren und ich hatte Manny. Wer ist Manny? Hey, was ist los? Wer ist Manny? Was? Wer? Wollt ihr... Was? Wollt ihr mir nicht den Gnadenstoß geben? Ich dachte gerade erst, ihn überlegen, so wie er spricht. Ja. Bin verwirrt. Ich? Nicht doch. Mir ist es wichtiger, dass ihr hört, was ich erlebt habe und was in diesem Land vor sich geht. In einer fremden Welt, die uns alle einen Scheiß... Nein, gib mir lieber den Gnadenstoß, statt mich zu foltern! Da musst du den ganzen Tag mit Manny sprechen! Dann sprich, foltere mich! Okay, lehnt euch zurück, jetzt kommt wieder eine Ladung Bullshit. König Louis der 16. rief mich zu sich. Ich sollte den Tod des François Milo untersuchen. Es war ganz offensichtlich ein Selbstmord. Milo? Nicht möglich. Ja, ja, doch. Er wird jetzt jeden Satz von ihm unterbrechen. Ja, wahrscheinlich. Und doch ist es so. Milo wurde eindeutig ermordet. Nein, das habe ich doch... Also, ich habe am Anfang des Spiels was ganz anderes gesagt. Obwohl meine Aussage verfälscht als natürliche Todesursache an die Öffentlichkeit gegeben wurde. Wieso verfälscht? Er hat gesagt, ja, er ist an einem natürlichen Enthauptungstod gestorben. Ja, die haben das voll gefaked, ey. Es kommt noch schlimmer. Sein Körper wies zahlreiche Schnitt- und Stichwunden auf, wie von scharfen Krallen. Ja. Und da war mir völlig klar, es konnte sich nur um einen Franzosen gehandelt haben, der ihn tötete. Der Franzosen schneiden sich nie die Fingernägel. Wir folgten seinen Aufzeichnungen nach Agnuruk, einem sibirischen Dorf, was total aussah, wie als wäre es in Sibirien, ja. Mit Schmetterling überall und, ja, blühender Flora. Dort irrten wir das erste Mal in Natura von dem Portal. Und so. Soll das etwa heißen... Ihr seid durch dasselbe Portal wie wir? Ich dachte, das gibt's an jeder Ecke zum Sonderschlussverkauf. Ich dachte, wir wären so ein voll anti-Mainstream. Boah, also jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Wir gehen zurück. Wenn jeder durch das Portal kann, dann ist es gar nicht mehr cool.
Wenn ihr auch da durchgegangen seid, offensichtlich... Was? Wenn ihr auch da durchgegangen seid, offensichtlich... Aber darf ich dich unterbrechen? Ja. Theoretisch kann jeder durch. Eigentlich schon. Der Älteste meinte, dieser Weise oder Älteste oder Alchemist oder wer das auch immer war, der alte Sack, der meinte ja, es öffnet sich mal so alle paar Jahre ganz spontan, aber wenn ihr trotzdem durch wollt, dann braucht ihr nur so einen komischen Stein. Der in einer Höhle liegt. Oh, ist das mystisch. Ja, absolut. Sehr mystisch. Eine Höhle ohne Monster. Oder sonst irgendwas. Mhm. Das einfach so auf einem Geröllhaufen liegt. Als sich das Portal öffnete, spie es lauter wolfsähnliche Kreaturen aus. Und den Franzosen. Ja, und einen französischen Soldaten. Das habe ich daran erkannt, weil derb. Wir bekämpfen die Wölfen. Ja, die Rüstung wahrscheinlich, aber trotzdem. Nur Franzosen tragen Rüstungen. Wie diese Viecher genannt werden. Na, blaue Rüstung in einem ganz bestimmten Stil. Ja, aber die anderen hatten lilane an. In einem ganz bestimmten... Na, Farbe. Weil es ganz schwer ist, Rüstung umzufärben. Es geht ins Geld. Schon mal blaues Metall hergestellt? Nein. Durch das Portal. Bla. Nach einigen Eskapaden sollten wir in Kürze. Bla 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 bla. Gesundheit. Störungen? Nein, das Dorf heißt so. Ein Schiff nehmen, um nach Siberia zu kommen. Doch die Stadt lag in Schutt und Arschlöchern Asche. Siberia? Nee, eigentlich nicht. Hä? Da waren wir doch gerade. Das ist doch die Hauptstadt. Ach, ja, Klingt doch eh alles gleich. Ich selbst hatte den Auftrag, sie mit meiner Truppe zu zerstören. Warum? Krieg. Und ich fand das auch ganz doll schlimm. Also es fiel mir außerordentlich schwer, diese Stadt zu zerstören. Auch wenn ich ganz böse gelacht habe, ja. Wieso reden die jetzt eigentlich, als wären sie Best Buddies? Ja, ich eigentlich sollte er so gut wie im Sterben liegen. Ja. Ach, sieh mal einer an. Jedenfalls, ach ja, ich find's übrigens ganz toll, wie du Manny synchronisierst, also so auf die Stimme wäre ich ja nie gekommen. Jedenfalls gelang es uns unter dem Meer durch, obwohl wir nie in der Höhle irgendwie eine Etage nach unten gegangen sind oder so, nach Siberia zu gelangen. Dort ließ uns der Hochmut ins Verlies verfrachten, ja. Aber mit Hilfe der Prinzessin gelang es uns heldenhaft zu fliehen und ich bekam entritten die Eier. Sie schickte uns in diesen Sumpf zu einer alten Seherin und es macht trotzdem irgendwie alles keinen Sinn, auch wenn wir die ganze Geschichte nochmal erzählen. Mann, Alter, spiel das Spiel! Dort erfuhren wir, was der Hochkönig mit König Louis für einen Handel schloss. Die Seherin. Oh, wenn es eine alte Seherin aus einer anderen Dimension sagt, dann muss es ja stimmen. Richtig, die hat's in Bärenkorb gelesen. Und ihr die Katze hat's ihr gesagt. Die Seelen der gefallenen Franzosen gegen die Macht der Götterhunde der Erwulfen, weil die so total stark waren, die konnten wir schon am Anfang des Spiels klatschen. Bei Level 1. Was? Die Seelen meiner Truppe, was? Worum geht's? Ich habe keine Ahnung, es ist mir auch vollkommen egal. Ja. Das erklärt absolut gar nichts. Ach nee, in meinem Skript steht was anderes. Das erklärt, warum der Hochkönig seine eigene Tochter hat in den Kerker werfen lassen. Nein? Tja, da hätte sie früher nachdenken sollen. Ach so, er hat sie jetzt nachträglich in den Kerker geworfen, weil sie uns geholfen ja, hat. Ja, genau. Tja, ja. Hat er? Oh mein Gott, wenn ich den erwische. Tut mir leid, das war nicht absichtlich. Eure Aussprache. Achtet doch mehr auf eure Sprache. Also gut. Meine Truppen sind übers ganze Land verteilt. Solange sie keine weiteren Befehle erhalten, werden sie ruhig bleiben. Sie stehen auf der Stelle und bewegen sich erst nach einem Befehl. Sehr gut, Artillerie dann ist auf A8. Dann ist es ja unmöglich, für sie zu sterben. Wenn sie nicht den Befehl geben, können sie auch nicht sterben und dann kriegt ihr ihre Seelen nicht. Das ist cool. Richtig. Und dass sie keine weiteren Befehle erhalten? Dafür werde ich sorgen, weil ich bin irgendwie ihr Befehlshaber. Wieso glaube ich dir das jetzt eigentlich? Also stehst du auf unserer Seite, Iu? Ja, ist klar.
aber ich werde mich neutral verhalten. Obwohl ich eindeutig Befehle vom König habe. Naja, was habt ihr nun vor? Er ist nicht mehr böse! Wir haben ihn überzeugt mit dieser super glaubwürdigen Story. Ach komm, das Dimensionsportale in diesem Spiel. Nichts von die glauben doch jetzt mittlerweile alles. Sinn. Wir werden den Hochkönig zur Rede stellen und herausfinden, wie wir diesen Handel brechen und den Hochkönig stürzen können. Wir fragen den Hochkönig, wie wir ihn stürzen können. Was soll schief gehen? Dürfen wir dich stürzen? Aber klar doch, juhu! Und ich werde dir nicht dabei helfen. Denn ich werde dir auf diese Art und Weise helfen, indem ich einfach keinerlei Befehle gebe und hier stehen bleibe. Mhm. Mutig und töricht zugleich, typisch für dich, Hof. Ich selbst werde meine Augen und Ohren offen halten und nichts tun im Wesentlichen. Ne? Adieu. Tschüss. Tüdelü. Bye. Ich gehe dann mal. Also los, für Aurelie, für Luftentfeuchter, für warme Socken. Na? Aurelie, ne? Er hat nicht einen Ton gesagt, seitdem wir wieder aufnehmen. Was zum Teufel? Ist wie so ein kleines Haustier in seiner Innentasche. Ja. Schläft gerade. Nur zum Kämpfen wird es rausgeholt. Ich sag doch, Pokémon. Und danach gibt's einen Keks. Ha ja, Schlange. Du böses Ungetüm. Noos. So, jetzt haben wir also klischeehaften Zeitreiseplot gepaart mit klischeehaften Ich rette die Prinzessin-Plot. Gut gemacht. Und keiner von beiden ist glaubwürdig oder gut erzählt. So. Let's. Offen gestanden achte ich nicht darauf, was in diesem Plot passiert. Wo geht es lang? Wenn ich die Videos sehe, dann schon. Glaubt mir, Leute, das zu spielen ist kein Spaß. Guckt es euch nur an. Aber spielt es nicht. Spielt es nicht. Ja, ich bin überrascht, wie sehr viel weniger es Spaß macht, wenn man das Ganze live sieht und kommentieren muss. Ja. Ihr habt da draußen sicherlich riesigen Spaß. Euer kriegt euch gar nicht mehr ein voll Lachen. Oh, das ist der größte Spaß seit Erfindung des Spaßkneckebrotes. Spaßkneckebrot gibt's, ne? Ja. Muss ja. Muss. Sonst muss. Würde es dieses Wort nicht geben. Wo sind das wir? Das ich gerade erfand. Geht es lang? Hä? Du musst jetzt den König zur Rede stellen und ihn ganz freundlich darum bitten, oh, ein Zwerg, von seinem Amt zurückzutreten. Ja, also damit wir friedlich auseinandergehen können und diese Geschichte zu einem glücklichen Ende bewegen können. Ist schön. Doch klar. Ganz ohne Kämpfe. Ich finde das überhaupt nicht so okay, was du hier so machst, ja. Also, ich würde mal sagen, King, stop. Weil das kann immer voll nicht angehen. Und, naja, außerdem... Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Du hast recht. Wow, kannst du gut argumentieren. Es geht nicht. Hä? Hä? Wo muss ich denn eigentlich hin? Also ich weiß, es muss hier irgendwo auf diesem Kontinent der Seelen sein, der den Namen hat, weil ist halt cool gewesen. Weil es in dem Plot jetzt gerade um Seelen geht oder so. Ach ja, oh. So komplizierte Namen für die Dörfer, aber die Kontinente, Kontinent der Seelen, Kontinent der Wälder. Ich würde diesen Kontinent eher den Kontinent der Barrierenwälder nennen. Mhm. Wir können nicht durch die Wälder gehen. Die stehen zu dicht. Die stehen viel zu dicht, das geht gar nicht. Ach, legge mir. Ach, da ist er, die Steintreppe. Es geht viel schneller, wenn wir uns nicht ständig an den Bäumen vorbeischlingeln müssen, sondern einfach in den Wald herumgehen. Mhm. Lasst uns fliehen und den Screenturm wieder runtersetzen. Ja. Und ab und zu mal speichern. Oh, stimmt. Oh, ist wieder dunkel. Sehr schön. Aber dann ist wieder hell. Oh. Das hast du doch jetzt nur gemacht, damit es wieder hell ist. So, Datei 5. Mhm. Falls diese Datei nichts wird, falls diese Aufnahme nichts wird und ich wieder ohne MG aufnehmen muss. Verlass mich nicht.
So diesen musst du alles nochmal von vorne düsteren Wald der Finsternis und der Dämonen und des Blutes und der Eingeweide. Ja, aber der Schwarzwald ist ja auch nicht schwarz. Siberia City! My God! So. Wir gehen hier durch Siberia City! Wir sind hier in Siberia City! Die besten Betten auf dem ganzen Kontinent! Geprüft von der Stiftung Warentest. Bettentest! Auf ins Vergnügen! Was? Such dich ein Bett. Was? Weck mich am Arsch, Alter! Ja, ich schlafe neben den Fässern. Das beste Bett ist mit dir. Bets for the win. Sagt der Franzose. Ja. Aha, gut. So, nachdem wir geschlafen haben, ist die Musik aus. Jetzt ist wieder an, verdammt. Ihr hört das sowieso nicht, also ist auch egal. Ausrüstung habe ich alles. Gehen wir einfach zum König. Komm, lasst uns einfach, okay? Es sitzt vollkommen... Oh, hallo. Das ist schon wieder eine Frau. Outstop. Siehst du, sie sagt doch lila. Irgendwas stimmt mit dem ihr nicht. Ach, Idioten, wieso habt ihr denn die vorhin vorbeigelassen? Zukunft. Achso, ja. Endlich haben wir die Spione. Werft sie in den Kerker. Aber nicht zu schnell, sonst übergebt ihr euch wieder. Sonst kratzt ihr wieder alles voll. Ach nö, nicht schon wieder. Ich will nicht wieder ein bisschen Kerker. Bescheuert. Ach ja, da war ja was. Da sind Wachen. Was zum Teufel? Ist das dasselbe Gefängnis? Ja, das ist dieselbe Zelle. Schön, dich wiederzusehen, Aurelie. Ja, Füße. Ja, ja. Ihr seid ein Trottelhof. So ein Trottel. Ihr verdient euch eigentlich noch einen Tritt in die... Ihr wisst schon. Ich schicke euch von hier fort. Und was macht ihr? Ihr kommt wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Oh, ich halte das nicht mehr aus. Wozu rede ich überhaupt? Aber dieser Akzent, den sie nicht hat, ist ohne Frage sehr charmant. Auch wenn sie Maul. Schweigt, wird sie als wunderbar erkannt. Was? Einfach ach, das ist ein Gedicht. Ja. Wunderschön. Sie braucht mit Reizen nicht zu geizen, denn ihre Möpse, ihr Haar ist Meer und Weizen. Und auch mit Glatze fräse ich ihr... Was fräse ihr jeder aus der Hand? Sie hat die besten... Pfirsiche im ganzen Land. Ja. Bitte, das ist irgendwie keine Antwort auf meine Aussage. Was zum Teufel? Ihr werdet sterben, hallo? Verstehst du das, Manny? Zukunft. Nein. Ich darf ihn sprechen. Ja, yeah. Er hat einen Satz. Wort. Also? Da, wo ich herkomme, ist das... Ach, das war gesungen. Ja, nein, Leute, nein. Da, wo ich herkomme, ist das ein populäres Lied. Wir sind Helden, Aurelie. Aufs Maul. Einfach einer aufs Maul. Ich hasse diesen Kerl so, so sehr. Ach so, ein Kriegslied. Das ja, Lied das des Hasses. Macht es dann auch wieder besser, weil ich jetzt hier auch total eine Antwort habe, hä? Also, jetzt ist ja alles vergeben und vergessen. Was ist der Plan? Naja, sie waren so dumm und haben mir diesmal nicht meinen Hut weggenommen. Also können wir jetzt locker hier ausbrechen. Also, wenn sie einen Plan hätten, wären sie nicht zurückgekommen. Richtig. Durch den Haupteingang. Derselbe Weg wie beim letzten Mal. Das ist den Wachen nicht aufgefallen, oder was? Wir rücken auf demselben Weg aus wie letztes Mal und schleichen uns zum Hochkönig, um dann wieder in den Kerker geworfen zu werden, um ihn zur Rede zu stellen und notfalls zu entheben. Deinen Vater. Hey, wir können dann einen Ersatzstaat, eine Ersatzregierung gründen.
Yay. Zwei Probleme. Erstens, du bist doof wie Scheiße. Habe ich einen Tunnelplan nicht mehr? Und anscheinend auch kein Gedächtnis. Und zweitens ist er immer noch mein Vater. Immer noch. Und? Noch. Selbst die größten Schurken der Welt könnten Kinder haben, was das ist kein Argument. Mist, er ist dein Vater, jetzt können wir nichts mehr tun. Verdammt, naja, Spiel vorbei. Game over. Das mit dem Tunnelplan. Was dein Vater betrifft, Tamina hat uns einiges verraten können. Er ist gar nicht dein Vater. Wer ist Tamina? Ach so, die Olle. Ja, das ist okay. Die Seherin wahrscheinlich, hm? Mhm. Ihre Tante. Ja, Gott, ist das kompliziert. Ich höre. Das ist ja alles, die sind ja alle miteinander verwandt. Also, Tuschel, Groll? Keine Ahnung, was sie mir damit sagen wollte, aber ne? Wieso grollst du mich an? Soll ich gleich mal den Tanz des Wutes ablassen? Und der Tanz endet zwischen deinen Beinen? Wirklich? Mhm, ja, also, Falafel, Murmel, wenn ich's dir doch sage, Flüster, Flüster, Küsschen, Küsschen, Klapp, Klapp und so, und deswegen sind wir hier und deshalb ist Scheiße auch braun. Ich hab kein Wort verstanden, ne? Also wenn du endlich mal aufhören könntest, so komisch zu sprechen, würde ich vielleicht was verstehen. Nun gut, es gibt sicherlich einen Tunnel, der zum Thronsaal führt. Surprise! Alle Tunnel führen nach Rom. Plot-Device-Tunnel. Ach Gott, ist das schlecht. Den müssten wir jetzt suchen gehen. Der ist hier irgendwo im Schloss. Es muss ihn geben. Vom Kerker aus wahrscheinlich. Denn das macht am meisten Sinn, falls der König mal eingesperrt wird oder falls ein Killer eingesperrt wird und sofort zum König muss. Und ja. Dann sehen wir weiter. Was für Trottler haben dieses Schloss gebaut? Der baut einen Fluchttunnel aus dem Thronsaal. Okay, in den Kerkerbau. Was? Also wenn es einen Tunnel gibt, dann muss der Tunnel irgendwo draußen enden, damit der König im Notfall fliehen kann. Richtig. Gut, dann oder er endet auf einem Ausweg. Oder er endet auf einem anderen Kontinent. So. Und danke für dein Vertrauen, Aurelie. Kauft euch jetzt die CD für 9,95 und unterstützt die Gruppe. Wir sind Helden, denn wir sind nicht nur Helden, sondern auch Arztprotagonisten. Detektiv Spackos aus der Zukunft. Hallo Manny. Musiker.